Es ist ein entscheidender Tag für Ihre Zukunft. Die praktische Abschlussprüfung in der Hotelfachschule. Jetzt wird's ernst. Ich will nicht durchfallen. 8 Schüler müssen heute beweisen, dass sie das Zeug für die Sternehotellerie haben. Ab jetzt herrscht Stille, ab jetzt verlässt keiner mehr den Raum. Und los. 5 Prüfungsteile sind zu bestehen. 8 Kameras dokumentieren alles hautnah. Der Druck ist enorm. Denn bedient werden die eigenen Eltern. Ihr habt nichts gesehen. Wer hier versagt, riskiert seine Karriere. Zitter ich, ey. Jeder Fehler bringt Punktabzug und gefährdet die Note. Wo sind die Krebs? Die hast du doch geholt. Nee. Prüfungsangst, Stress, Emotionen. Wer besteht und wer scheitert? Die Steigenberger Akademie in Bad Reichenhall. Das Ausbildungszentrum ist die erste Adresse für alle, die in Luxushotels und Sternerestaurants arbeiten wollen. Heute ist ein besonderer Tag. Praktische Prüfung für die Schüler nach einem Jahr Ausbildung. Sie müssen ein Galadinner ausrichten und ihr Wissen im Restaurantfach unter Beweis stellen. Es geht um viel. Das macht ja 50% der Servicenote hier aus. Von daher wäre es blöd, wenn man davor eine gute Note hat und jetzt durch einen Tag sich dann alles verhaut. Sophie Schäfer ist 20 Jahre alt und kommt aus Stuttgart. Sie möchte später im Tourismus arbeiten, am besten im Ausland. Er entscheidet heute über Wohl und Wehe seiner Schützlinge. Prüfer Peter Geigenmüller. Habt ihr geschlafen? Habt ihr überhaupt geschlafen? Ja. Ich habe mich nicht kehren gemacht. Ich glaube, ich bin nervöser als ihr. Die Note der Serviceprüfung ist für einen Job in der Luxushotellerie extrem wichtig. Das kann Ihnen die Türen öffnen für irgendwelche Läden. Je höher hochkarätig ein Laden ist, desto mehr schaut er natürlich auch, glaube ich, auf diese Note. Und ich sag mal so Sachen, wie die heute auch präsentiert, wie ein guter Weinservice, dass jemand am Tisch flambieren kann, dass jemand ein Hähnchen tranchieren kann, ist leider Gottes selten geworden. Und wenn die sowas ordentlich vorweisen können, das ist ein Alleinstellungsmerkmal für diese Schüler, was sie von anderen Servicekräften, die mal kommen, unterscheiden kann. Was ihnen bei der Bewerbung am Anfang einen großen Vorsprung geben kann. Die Schüler wohnen in kleinen Zimmern auf dem Campus. Seit 8 Monaten studiert Maria Galonska an der Akademie. Sie träumt von einer Karriere im Luxussegment. Entsprechend groß ist ihr Ehrgeiz. Für mich persönlich erstmal ist es schon ziemlich wichtig, weil ich generell ein Mensch bin, der ziemlich hohe Ansprüche an sich selber hat. Ich habe mir mit der ganzen Hotellerie richtig was gedacht und mir ist es wichtig, dass ich das heute gut mache und dass ich am Ende auch zufrieden mit mir selber bin. Maria ist 20. Sie kommt aus Chemnitz und macht die Ausbildung zur Hotelökonomin. Ein paar Zimmer weiter bereitet sich Tristan Topp auf den Prüfungstag vor. Nach einem Jahr Hotelfachschule will er nun in die Sternegastronomie. Dafür braucht es aber eine überdurchschnittliche Leistung. Ich habe großen Respekt vor dem Tag, aber mal gucken, wie es wird dann. Also ich bin guter Dinge, dass ich nicht durchfallen werde, aber wo es hundertprozentig sicher sagen kann, ist es selber noch nicht. Tristan ist mit 17 der jüngste Prüfungskandidat. Er kommt aus Prien am Chiemsee und macht eine Ausbildung zum Koch. Der Ort der Prüfung. Das Restaurant der Steigenberger Akademie. Hier müssen gleich 8 Schüler ein festliches Abendessen ausrichten. Jeder muss zeigen, dass er den Service beherrscht, den man in der Sternegastronomie erwartet. Dazu gehört auch, einen Tisch perfekt einzudecken. Klingt leicht, hat es aber in sich, wie Prüfling Benoit Kretschmer weiß. Wenn ich dann davor bin und dann den Tisch vorbereiten muss, das ganze Mise en place und so, dann kommt die Aufregung schon dazu und dann ist es eher so, oh Mist, wo kommt der Teller hin, wo kommt das Besteck hin? Deswegen sitze ich jetzt gerade hier und schaue mir das nochmal an, um das mir einzuprägen. Der 19-jährige Benoit stammt aus Starnberg in Bayern. Er macht eine Ausbildung zum Hotelfachmann im Luxussegment. Die letzten Minuten vor der Prüfung. Die erste Aufgabe, Tisch eindecken für ein 4-Gänge-Menü. Achtung, hier steckt der Teufel im Detail.
optisch ansprechend muss ich sein. Die Tischdekoration muss zum gewählten Thema passen. Die Schüler haben Länder als Thema. Jeder hat sich ein anderes Land ausgesucht. Im Idealfall erkenne ich das Land anhand des Tisches. Abstände sowohl zur Tischkante nach unten, was ein Zentimeter sein soll, als auch zwischen den einzelnen Besteckteilen nach links und nach rechts, dass das Ganze symmetrisch ist, dass die Gedecke ordentlich gegenüber liegen, dass die Tischdecke richtig liegt, dass die Stühle ordentlich ausgerichtet sind, also eine ganze Latte. Um jeden Moment der Prüfung zu erfassen, installieren wir insgesamt 8 Kameras. Damit die Aufnahmen die Schüler in ihrer Konzentration nicht stören, steuern und bedienen wir die Technik aus einem Nebenraum. Und können dabei jedes Wort mithören. Zur ersten Prüfungsaufgabe, dem Eindecken. Die Schüler haben dafür 90 Minuten Zeit. Jetzt geht's los. Denkt dran, da essen heute Abend eure Eltern. Nicht, dass ihr euch selbst oder gar mich blamiert. Ja. 90 Minuten Zeit für die ganze Sache. Den Raum dabei bitte nicht mehr verlassen. Okay, noch mal ganz kurz zur Reihenfolge. Also Tischdecke, Platzteller zentrieren, Stühle ausrichten, ausdrehen, dann das Besteck, Gläser, Deko wieder eindrehen. Ich wollte auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass es dann heißt, ja, ich habe erst die Deko und dann das andere gemacht. Du musst ab jetzt das dann so machen, wie du es für richtig hältst. Der zweite Prüfer trifft ein. Wolfgang Rieder wird gemeinsam mit Peter Geigenmüller die Schüler bewerten. Sein Ruf? Streng, aber gerecht. Es ist Sekündchen vor drei. Ab jetzt herrscht Stille, ab jetzt verlässt keiner mehr den Raum. Und los. Viel Erfolg. Dankeschön. Danke. Die Prüfung beginnt. Bereits das richtige Platzieren der Tischdecke ist eine Herausforderung. Jeder Knick muss perfekt liegen, jede Kante gleich lang sein. Von Beginn an sauber zu arbeiten ist entscheidend. Wenn du einmal was schief machst und so anfängst, dann ist halt blöd, weil alles darauf aufbaut. Du kannst halt am Ende nicht mehr so viel ändern. Aber wenn so das, der Grundstein sozusagen passt, dann kann man gar nicht mehr so viel falsch machen. Wie es sich für ein Galaessen gehört, werden silberne Platzteller eingedeckt. Um sie richtig zu positionieren, verwenden die Schüler ein ungewöhnliches Hilfsmittel. Der Herr Geigenmüller hat uns das gezeigt. Wir sollten uns einfach eine Schnur nehmen, einfach die Abstände von den Tischen uns markieren. Danach habe ich mich dann an den Tisch gestellt und eben das ein bisschen abgemessen und angezeichnet. Und das war mit Abstand eine der besten Hilfen heute. Abstand ist die kürzeste Entfernung. Da braucht's absolute Präzision. Die Kandidaten müssen Teller, Besteck und Gläser nach genau festgelegten Vorgaben platzieren. Millimeterarbeit. Mit den Abständen zwischen den einzelnen Besteckteilen haben die Schüler erfahrungsgemäß die meisten Schwierigkeiten. Es ist viel mit Augenmaß dabei verbunden und da rutscht ab und zu mal was zur Seite weg. Oder er läuft nochmal durch, stößt gegen den Tisch, es verwackelt komplett und er merkt's nicht. Tristan arbeitet hochkonzentriert. Im ersten Moment dachte ich, ja, okay, Tisch andecken, kann ja nicht so schwer sein. Ja, nein, es ist scheiße schwer. Einmal nicht aufgepasst, schon liegt ein Brotmesser schief. Oh oh. Dann musst du ja alles wieder neu machen. Das heißt, du musst das Brot wieder in die Mitte legen von deinem Teller und dann wieder zurückschieben, damit ja alles stimmig ist. Das Eindecken ist aber nur ein Teil des ersten Prüfungsblocks. 44 verschiedene Spezialbesteckteile haben die Schüler in den letzten Wochen kennengelernt. Nun müssen sie diese richtig benennen und ihre Funktion erklären. Gefürchtet ist auch die Abfrage von 25 Gläserformen. Die meisten Angst habe ich tatsächlich vor der Gläserabfrage, weil es gibt genau ein paar Gläser, die ich nicht so auseinanderhalten kann, weil die sich sehr ähnlich sehen. Aber ausprobieren. Prüfungsaufgabe 2: Kenntnisse über Gläser und Spezialbesteck. Tristan trifft es als Ersten. Zeig mir mal ein Cognac-Glas. Cognac-Glas, das ist das hier. Das hier, wie viel schenkst du ein? 2 bis 4 cl. 2 bis 4 cl, okay. Das hier ist ein Bierglas. Versuchen Sie mich gerade zu verarschen oder nicht? Vielleicht täusche ich mich ja auch. Es gab tatsächlich auch ein Bierglas, was so ähnlich aussah wie die Sektschale. Und da musste ich halt echt überlegen.
ist kein Bierglas. Das ist schon mal richtig. Was ist es denn? Die Sektschale. Die Sektschale, okay. Haben wir noch mehr, was ich für einen Sekt verwenden könnte? Ja. Die Sektflöte. Wo ist denn die? Hier. Sektflöte. Die Sektfontäne, die steht hier. Sehr schön. Boah, dieser eine Name. Versuch's einfach mal. Ich will nicht, dass sie mir dann dafür einen Fehler ankreuzen. Sollen sie lassen, dann versuche ich's. Sekt, Flöte, Sektkelch. Sektkelch. Soll ich das einloggen? Ja. Vollkommen richtig. Ja. Okay, gehen wir zum Besteck. Nein. Läuft noch. Passt schon. Wir sind auf einem guten Weg. Wie gut stehe ich? Darüber hüllt sich der Prüfer noch in Schweigen. Nebenan laufen derweil die Vorbereitungen für die dritte Prüfungsaufgabe. Jeder Schüler muss eine Forelle oder ein Hähnchen zerteilen. Worauf kommt es dabei an? Ja, das fachgerechte Zerlegen eines Hähnchen, dass man halt anfängt, die Schritte, also erst die Flügel, dann eben die Brust, die Keule, ja, und dann halbieren und die Sau anzurichten. Und beim Fisch, dass halt ja im Prinzip ein schönes Filet rauskommt, dass man die Backen nicht vergisst. Ja, dass man sauber arbeitet, dass der Gast im Prinzip ja eine schöne Portion bekommt. Auf zum dritten Prüfungsblock: Fisch und Geflügel. Nun gilt es, sich wieder neu zu konzentrieren. Vom Tische eindecken führt Prüfer Wolfgang Rieder Maria und ihre Mitschülerin Jasmin nach nebenan. Ein Losverfahren soll entscheiden, wer das Geflügel und wer die Forelle zerteilen muss. Ich mische jetzt noch mal. Ja. Bitteschön. Du darfst. Das Los bestimmt. Maria muss sich um die Forelle kümmern. Die Prüfung beginnt. Fremde müssen draußen bleiben. Wir sind dabei. Wie ich das jetzt mache, ist ja egal. Also ob ich mir den Fisch rumdrehe, oder? Weil wenn ich will, dass der auf der anderen Seite liegt beispielsweise. Ich weiß es nicht. Ach, das passt so. Ich mach das. Als erstes entfernt Maria die Flossen. 7 Stück hat die Forelle. Keine darf Maria vergessen. Dann geht es an den feinsten Teil des Fisches, die zarten Bäckchen. Je präziser die 20-Jährige arbeitet, desto besser die Bewertung. Das Filet herauszulösen ist am schwierigsten. Normalerweise ist das Ziel, wenn man mit dem Filetiermesser dann in den Fisch von oben reinsticht, über der Hauptgräte zu sein. Und ich habe dann erstmal in das obere Filet dann reingestochen und dachte so, ja Mann, du hast's. Aber ich habe voll das Filet durchgeschnitten und dachte, das war jetzt eigentlich nicht so der Plan. Dann bin ich nochmal raus mit dem Messer und habe nochmal von vorne angefangen. Dann habe ich es rumgedreht und habe ich dann gesehen, was ich eigentlich kaputt gemacht habe. Aber das Ziel ist eigentlich, wenn man das dann am Ende richtig präsentiert auf dem Präsentierteller, dann passt das. Ob der Prüfer das genauso sieht? Knapp 15 Minuten später ist Marias Forelle zerlegt. Filets und Bäckchen richtet sie auf einem Teller an. Bis später. Danke auch. Und wir sehen uns. Wie bewertet der Prüfer Marias Leistung? Unsicher und ein bisschen umständlich. Und er hat ein paar Gräten vergessen. Dass der Fisch zerfällt, ist ein frisches Merkmal. Also ist ja eine Ahnung von ihm, vom Filieren. Das auf alle Fälle. Und? Voilà, gut. Voilà. Während sich Maria nun wieder aufs Eindecken konzentrieren kann, kommen Tristans Besteckkenntnisse auf den Prüfstand. Peter Geigenmüller lässt nicht locker. So, eins machen wir noch. Irgendwas Schönes. Irgendwas Schönes? Irgendwas Schönes. Was Schönes? Was ist denn schön? Den hier finde ich schön. Den hier finden Sie schön. Eierlöffel. Eierlöffel? Kann der Eierlöffel aus Silber sein? Nein. Wieso nicht? Mit dem ganzen Eiweiß würde es wieder oxidieren und hässliche Flecken hinterlassen, die man nicht mehr wegbekommt. Alles klar, Tristan, danke dir. Zurück an deinen Platz. War es gut, war es schlecht, war es mittel? Mach entspannt mal. Toll. Frag mich nicht alle 5 Minuten nach Feedback. Ja, jetzt bin ich noch nervöser. Das wird schon. Ich will nicht durchfallen. Wieso hat er nichts gesagt? War es so schlecht, dass er nichts sagen wollte, oder war es so gut, dass er verblüfft war von mir? Maria will an ihrem Tisch weitermachen, doch so weit kommt es nicht. Maria, wollen wir? Ja, toll. Toll. Okay, auf.
Die Gläserabfrage. Man ist so mitten im Tischdecken drin und denkt, okay, jetzt habe ich es gerade und jetzt läuft's. Und auf einmal kommt der Geigenmann und sagt, nö, komm, ich zieh dich raus. Und man wird so in seinem Flow unterbrochen und auf einmal geht's wo ganz anders weiter. Und dann muss man vor allem wieder zurück und genau da weitermachen, wo man aufgehört hat. Auf jeden Fall keine Zeit verlieren, nichts vergessen und die Abstände einhalten. Und dann, wenn man gerade wieder drin ist, kommt man zack wieder runter, Hähnchen oder Fisch und los geht's. Auch Tristan kann nicht durchatmen. Er muss zur Fisch- und Hähnchenprüfung. So, genau. Ich zieh gleich. Nein, musst du jetzt hier mischen, gell? So. Ich habe nur gebetet, dass ich Fisch bekomme. Weil ich krieg beim Hühnchen nie die Knorpel durchgeschnitten, weil ich finde die nicht. Und dann versuche ich meistens immer durch den Knochen zu schneiden. Das geht nicht. So. Jacqueline. Bitteschön. Mach du. Ladies first. Scheiß drauf. Hallo. Ja. Gut. Ja. Glück gehabt. Tristans Los fällt auf die Forelle. Ab jetzt heißt es Konzentration und beim Zusammenstellen der Besteckteile und Teller nichts vergessen. Denn auch die Auswahl des Werkzeugs wird bewertet. Suchst du was? Ja, die Flosse, die ich jetzt hier habe. Nach dem Entfernen der Flossen geht es weiter mit dem Filetieren. Nur wenn Tristan akkurat an der Mittelgeräte entlang schneidet, kann er ein sauberes Filet herauslösen. Hast du Hunger? Beiß jetzt rein. Ich muss gucken, dass ich über der Mittelgeräte bin. Das hat geklappt. Oder? Ich hatte unten den Fettrand nicht abgeschnitten. Und daher könnte noch eventuell eine Flosse drin sein, die ich nicht erwischt hatte. Und dann ist mir aufgefallen, als ich es umdrehen wollte, oh, da war ja was. Noch ganz schnell abgemacht, weggetan, dann wieder ordentlich draufgelegt. 15 Minuten hat Tristan fürs Filetieren gebraucht. Habe ich den Fisch gut gemacht oder habe ich den Fisch versaut? Hast du es versaut oder hast du es gut gemacht? Ich kann es nicht einschätzen, deswegen frage ich Sie. Liegt da Filet oder liegt da kein Filet? Da liegt Filet und Bäckchen. Also, danke. Passt. Ja. Endspurt beim Eindecken. 30 Minuten bleiben den Schülern noch für die Feinjustierung und die Tischdeko mit dem Ländermotto. Bei Tristan ist es Irland. Bewertet werden außerdem 4 unterschiedlich gefaltete Stoffservietten und dass alle Stühle mit Hussen überzogen sind. Tristan, Maria und Sophie liegen gut in der Zeit. Doch Benoit kann noch nicht durchatmen. Er muss zur Geflügel- und Fischprüfung. Das Los hat entschieden. Der 19-Jährige muss das Hähnchen filetieren. Das bedeutet, Keulen, Flügel, Brüste und die sogenannten Nüsschen an der Seite des Tieres herauslösen und anrichten. Alles unter Zeitdruck und den kritischen Augen des Prüfers. Zitter ich hin. Okay, jetzt legst du das Messer weg. Jetzt nimmst du den Löffel in die rechte Hand und die Gabel in die linke. Und jetzt hebst du es rüber. Und, was merkst du? Ja, jetzt geht gleich wieder. Super! Doch das viel größere Problem ist ein anderes. Das Brett mit dem Hähnchen entgleitet Benoit immer wieder. So rutschig. Ah, hier gab es keine Lappen, deswegen. Wo sind Restaurantlappen? Normalerweise unter dem Brett haben wir einen Lappen, damit es nicht rumrutscht. Würden Sie im Restaurant Lappen nehmen? Für mich persönlich war das mit einer der schwierigsten Punkte hier bei der Prüfung, weil wir in der Vorbereitung eben einen nassen Lappen hatten, den wir auf den Tisch legen konnten, also ausgefroren. Und somit war es nicht so rutschig. Hier hatten wir eben halt einfach nur den Tisch und ist es hin und her gerutscht. Und dann war es teilweise schwer, einfach gerade den Knorpel zu treffen, so dass man die Stücke hat, die man am Ende als Resultat haben sollte. Am Ende bleibt viel zu viel Fleisch an den Knochen. Es hieß, man sollte, wenn noch Sachen an einem Hähnchen übrig ist, dass man das abschneiden sollte. Mhm. Aber beim Anrichten schaut es ja nicht schön aus. Aber jetzt haben Sie Gast.
Und ich lasse die Haut dort, also das Fleisch dran. Und dann verschwinde ich als Kellner mit dem Fleisch, was Sie zahlen. Was würden Sie ja, sagen? Ja, eben, der wird mir einen Vogel zeigen. Dieser Vogel ist definitiv nicht Benoits Königsdisziplin. Endlich erbarmen. Dankeschön. Ob die Forelle leichter gewesen wäre? Vielleicht schneidet Benoit ja beim Eindecken besser ab. Im Restaurant nehmen die Prüfer Peter Geigenmüller und Wolfgang Rieder nun alle Tische genau unter die Lupe. Marias Deko ist als erstes dran. Ihr Motto: Frankreich. Abstände passen bei mir. Mhm. Ach, vom Gläser passen auch. Vom Eindecken ist ja sauber. Ja. Deko. Deko, ja. Soll Frankreich sein. Bisschen dunkel. Weiter geht es zu Sophies Tisch. Ihr Thema heißt Mexiko. Gläser passen. Besteck ist auch Besteck sauber. Sehe ich nichts, ne? Das ist ja ein schöner Tisch mit der Farbe, Thema Mexiko, passt, Kakteen, lustig, themenbezogen, einwandfrei. An den ersten zwei Tischen hatten die Prüfer kaum etwas zu mäkeln. Und wie bewerten sie Tristans Arbeit? Sein Motto Irland. Passt sein Arrangement zur grünen Insel? Die Gläser ergeben leider keine Linie. Die Linie, die einmal hier entlang gehen soll, von Weinglas zu Weinglas, und das Wasserglas soll mit draufstehen. Das Wasserglas steht aber leider zu weit unten. Das Besteck hat teilweise unregelmäßige Abstände. Hier diese Gabeln liegen auch sehr schräg da. Die Tischdeko, sehr, sehr schön. Die Karte ist auch noch sehr schön, eine schöne Idee mit den Teelichtern vor allem. Farblich harmoniert das Ganze. Ein paar kleinere Fehler, aber alles in allem ein solider Tisch. Weil Benoits Vater aus Sri Lanka stammt, hat er dessen Heimat als Motto für seine Dekoration gewählt. Aber er hat es zeitlich nicht mehr hinbekommen, zwei Servietten fehlen. Die Tischdecke liegt nicht ganz mittig. Der Mittelbruch hier ist leicht nach rechts versetzt. Hier sollte der sein, in der Mitte des Platzstellers. Er liegt aber hier drüben. Das Besteck ist schräg. Hier sieht man es ganz arg. Gläser hier in der Mitte sollen eine Linie bilden. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Und an der Tischdeko hätte es ein bisschen mehr Farbe getan. Also hier drüben, das Eck sieht schön aus, aber hier wird es dann doch ziemlich trist auf dieser Seite hier. Ob Benoit im nächsten Prüfungsblock wieder Punkte gut machen kann? Inzwischen ist es 17.30 Uhr. Im Foyer treffen die Eltern ein. Sophies Mutter Sabine ist extra aus Stuttgart angereist, um bei der Prüfung ihrer Tochter mitzufiebern. Ich finde es total spannend, finde es schön. Ehrlich gesagt, für mich ist es fast so ein bisschen wie nach Hause kommen, weil ich selber auch ursprünglich mal aus der Hotellerie kam, vor vielen, vielen Jahren. Und es ist für mich jetzt toll, meine Tochter jetzt noch mal zu sehen, wie sie eindeckt. Also ich fühle mich fast ein bisschen zurückgesetzt in, ja, von 30, 35 Jahren. Darf man Ihnen Sekt anbieten? Hallo. Bitte schön, einmal runternehmen. Hast du auch einen? Bitte sehr, gerne. So. Hey. Hallo Maruschka. Grüß dich. Sekt? Gerne. Na dann auf, nehmt euch gerne runter. Das war für mich wirklich sehr berührend. Als meine Eltern dann da standen, dann ist mir nur ganz kurz in den Kopf gekommen, dass die ja eigentlich die Leute sind, die mir das hier eigentlich wirklich erstmal alles ermöglicht haben. Wegen denen darf ich hier sein. Wir haben schon mal angestoßen auf deinen Wunsch. Ja, danke. Das alles. Genau. Das ist wohl. Und das ist wohl. Ja, bitte. Die eigene Tochter bei einer Prüfung zu erleben, das ist ja schon im normalen Leben unüblich. Und will ich teilen die Aufregung mit der Tochter, oder? Ja. Aufgeregt sind auch die Schüler. Nervös erwarten sie nun die Eltern im Gastraum. Das ist irgendwie schon ein komisches Gefühl, wenn du deine eigenen Eltern bedienen musst, so restaurantmäßig. Aber das klappt schon. Also ich glaube nicht, dass sie mir groß Probleme machen werden. Tristan muss seinen Eltern heute beweisen, was er im letzten Jahr gelernt hat. Er hat eine ziemliche Entwicklung hingelegt. Wenn man überlegt, mit was ist er hier hingegangen, er hat das Ziel, irgendwann in die Gastronomie richtig einzusteigen. Er ist erst 17, das heißt, er ist mit der Jüngste. Und wenn man dann so sieht, was er jetzt doch schon kann, sind wir sehr stolz drauf. Geht weg. Mutti, komm. Komm her. Darf ich mich schon setzen? Du darfst dich setzen. Also, wer möchte auf welcher Seite sitzen? Ihr dürft euch das aussuchen. Mama, möchtest du dich hier hinsetzen? Ja. Bitte schön.
Okay. Eigentlich könnte die Prüfung nun beginnen. Aber Benoits Tisch ist noch leer. Ja, jetzt warte ich erstmal auf meine Eltern, weil die stehen gerade im Stau. Und sie meinten, dass sie kurz vor 6 kommen. Ich hoffe, dass sie pünktlich jetzt halt noch ankommen und dass das mit dem Stau irgendwie vorangeht. Kurz vor 6. Ja. Also es ist jetzt halt. Das ist jetzt quasi. Sind schon da. Sind schon da. Und dann ist alles gut. Okay. Geschafft. Für die beiden gerade noch rechtzeitig. Ja. Ihr dürft euch hier platzieren. Aber. Empfängt Benoit seine Gäste auch richtig? Das ist ja eigentlich Ladies First. Das heißt, erst bringe ich meine Mutter zum Platz. In dem Fall war das eben mit meinem Vater, dass ich das gemacht habe. Passiert, aber ist natürlich wieder Punktabzug. Fehler sollten ab jetzt keine mehr passieren. In der vierten Prüfungsaufgabe müssen die Schüler ihren Eltern ein Vier-Gänge-Menü servieren. Die Schüler müssen den Weinservice machen, Getränkeservice, Brot- und Butterservice, müssen die Speisen rausbringen und präsentieren und müssen am Ende einen krönenden Abschluss, ein Krebs-Set und einen Irish Coffee zubereiten. Los geht es also mit dem Wein. Wichtig hier, den guten Tropfen vorstellen und zunächst einen Probeschluck anbieten. Der kommt sogar aus Niederösterreich, um genau zu sein. Das ist ja auch erstmal der Probeschluck. Du bist das Familienoberhaupt. Tut mir leid, Papa, du hast nicht die Hosen an. Maximal 10 Milliliter sollten beim Probierschluck eingeschenkt werden. Maria meint es besonders gut mit ihrem Vater. Ja. Ich war so aufgeregt, dass ich dann fast schon ein bisschen verwirrt war und hatte vergessen, dass es der Probierschluck ist. Und hab so eingeschenkt und dachte, ja, okay, noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr. Und er so, das ist viel zu viel. Und ich so, nein, das passt doch so. Und geh dann rum zu meiner Mutter und dachte, das war der Probierschluck. Oh nee, ja, okay, das war wirklich viel zu viel. Das ist in Ordnung. Ob der Prüfer das bemerkt hat? Auch Mundschenk Benoit hat so seine Probleme mit Flasche und Glas. Das ist so komisch. Ja, es ist echt toll. Butter- und Brotservice jetzt, ne? Jo. Brotservice bedeutet, dass Tristan seinen Eltern ein kleines Brötchen und Butter vorlegen muss. Das alles mit einer Hand und dem richtigen Handgriff. Ich habe zwar den Griff geübt, aber dann tatsächlich mal was hochzuheben und es dann auch wirklich so zu halten, dass es stabil ist und ich es auf den Teller Thun drauflegen kann, das war. Nein. Das war echt schwer. Vielleicht haben wir. Das ist kacke. Ich hatte es. Und dann. Ja, nein. Das war nicht super. Ihr habt nichts gesehen. Und jetzt gibt's Brot. Welches Brot möchtest du haben? Das Ding. Ja, das, was du magst. Man muss sagen, meine Mutter mag eher so Dinkelbrot. Und das war ziemlich weit hinten in dem Korb. Und das ist ja in eine Serviette eingefalten. Und dann war das erstmal so eine Arbeit, das Brot so rauszuziehen. Hat ein bisschen gedauert und war dann so ein bisschen zittern auch dabei. Dann muss das Brot aber auch noch seinen Platz finden. Und der ist nicht auf dem Platzteller. Anfassen darf ich nicht. Mit etwas Mühe und Konzentration buxiert Benoit das Brötchen dann doch noch auf den Brotteller, wo es hingehört. So. Am liebsten würde ich jetzt weglaufen. Doch dafür ist es jetzt zu spät. So, ich darf auch noch ein paar Worte sagen. Wie schon gesagt, ich bin der Peter Geigenmüller. Ich habe das letzte Dreivierteljahr circa mit ihren Söhnen und Töchtern verbracht. Wir hatten Höhen und Tiefen, es hat viel Spaß gemacht, erst einmal. Also, ich bin sicher, wir haben einen sehr schönen Abend für uns. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ihre Kinder freuen sich mit Sicherheit auch. Und dann würde ich sagen, würden wir Ihnen mal was zu essen besorgen. Was halten Sie davon? Ich blicke in zustimmende Gesichter. Bitte schön, der erste Gang ist bereit. Los geht es mit der Vorspeise.
es war schon irgendwie aufgeregt, oder? Mega. Ja? In der Hotelfachschule in Bad Reichenhall geht es heute um alles. Bei der Abschlussprüfung müssen die Kandidaten ihren Eltern den ersten Gang servieren und präsentieren. Dazu gehört der richtige Name des Gerichts. Sarah? Einmal für dich ein Avocado-Lachstörtchen mit Wachtelei und Forellenkaviar. Nicht nur was, sondern auch wie serviert wird, kommt auf den Prüfstand. Also Regeln im Service sind, dass man immer rechts läuft, rechts vor links einhält, nie rückwärts geht, sich umdreht, immer zum Gast spricht, dem Uhrzeigersinn um den Tisch rumgeht. Keinen Moment darf Benoit unkonzentriert sein. Die Anspannung ist ihm deutlich anzumerken. Ja, nicht schauen, essen. Zum Top-Service gehört auch frisch gemahlenen Pfeffer anzubieten. Natürlich von der richtigen Seite des Gastes. Dann mache ich den Pfeffer-Service mal von links. Ganz elegant von links. Noch mehr Pfeffer? Irgendwie alle waren zurückhaltend, aber man hat halt eher so leise mit denen gemurmelt oder hat denen halt irgendwas so gesagt, wie geht's oder so, aber man hat sich nicht richtig getraut, weil es war ja diese Prüfung und in der richtigen Prüfung redet man ja auch nicht. Herr Müller, müssen wir da immer stehen bleiben oder dürfen wir auch ein bisschen rumgehen? Ihr dürft euch bewegen, ihr dürft euch untereinander unterhalten. Das ist ein bisschen komisch, wenn ich so, ja. Unterhalte dich mit deinen Kollegen, unterhalte dich mit deinen Eltern. Ja, okay. Ihr seid nicht meine Kollegen, ich mag euch nicht. Doch auch die Konversation mit dem Gast will gelernt sein. Und dann hat man eh mit denen geredet, wahrscheinlich sogar zu viel, aber ja. Und dann hatten wir hier die Gläserabfrage und Spezialbesteckabfrage. Und was bekannt? Ja, Gläser war so, ich habe schon auf die Reihe gekriegt, aber zwei, drei war ich so anfänglich so, obwohl ich alles wusste, aber irgendwie in dem Moment nicht. Benoits Vater wagt es, das mühevoll eingedeckte Besteck zu berühren. Hey, nicht umschieben. Das ist gerade gewesen. Und dann kommt mein Vater und korrigiert da und keine Ahnung was. Und dann dachte ich mir, ich habe das doch gerade so schön hergerichtet. Wieso schiebst du alles wieder rum? Was du für gerade empfindest, ist nicht gerade. Es sind genaue Abstände dazwischen und wir müssen eine Linie bilden. Der erste Gang ist geschafft. Alle Schüler haben kleine Fehler gemacht. Wie streng wird der Prüfer diese bewerten? Wie sieht's momentan aus? Momentan? Ja. Frag mich das nicht alle vor zwei. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Ich sag dir, furchtbar, ja, dann wirst du deprimiert, stehst da und dann hockst du wieder auf der Couch und weinst. Ja. Oder ich sag super, dann denkst du, jo, cool, ist gelaufen, ja, und dann hockst du auf die Couch und jubelst. Ich will aber, dass du arbeitest. Denn nun geht es mit Suppe weiter. Bisher echt besser, als ich erwartet habe. Ich dachte, dass ich mehr reinscheiße. Was ist das überhaupt? Was ist das für eine Einlage? Brätstrudel. Was? Brätstrudel. Brätstrudel, also Rinderkraftbrühe mit Brätstrudel. Eigentlich müssten die Schüler das Menü aus dem FF beherrschen. Genau wie das sichere Servieren. Oh, verdammte Kacke. Jetzt kommt einmal eine Rinderkraftbrühe mit Brätstrudel-Einlage. Das verachte ich am meisten. So. Gerne, lasst es schmecken. Das Schwierige ist halt beim Suppe raustragen, dass die Suppe nicht raus, halt aus der Schale rauskommt, was mir halt bedauerlicherweise passiert ist. Deswegen lag dann halt ein bisschen Suppe so auf dem Teller mit. Suppe unfallfrei an die Tische bringen, gar nicht so einfach. Aber beim Hauptgang wird es gleich noch anspruchsvoller. Denn die Schüler müssen zwei Arten des Servierens zeigen. Den französischen und den englischen Service. Wieder entscheidet ein Los. So viel Französisch? Nee. Englisch. Nur Englisch. Passt, danke. Ich habe den französischen Service gezogen. Deswegen habe ich mir auch einen französischen Zopf gemacht. Ich wusste das nämlich schon, dass ich den ziehen werde. Beim französischen Service wird direkt am Tisch vor dem Gast angerichtet. Und beim englischen? Geht zu euch hin, zeigt euch, was ich habe, was es gibt. Also ihr könnt das Fleisch dann noch mal anschauen. Und ich richte das dann am Guéridon her und bringe das dann zu euch zum Essen. Der Guéridon ist der runde Beistelltisch, der dem Kellner beim Gast als Arbeitsfläche dient.
Für den Hauptgang nutzen ihn die Schüler in Zweierteams. Alle sind konzentriert. Bis zu diesem Moment. So, und jetzt die Teller und noch die Platten. Scheiße, wer ruft mich jetzt an? Wer will jetzt was von mir? Ich bin in meiner Prüfung. Lass das mal bei euch. Es gibt meine hier. Klingelton. Es hat die Stimmung gelockert, definitiv. Danach war es nicht mehr so angespannt wie vorher. Du bist so heldig. Ich hab dich auch lieb. Ja, ich komm, es hat die Stimmung gelockert. Das war der ganze Plan dabei. Tut mir leid. Kein Problem. Dann der nächste Fehler. Tristan, du hättest die Teller noch nicht auf den Tisch stellen sollen. Die müssen auf unsere Show. Ach so. Weil das Essen ja noch nicht drauf ist. Du musst es doch am Geridor machen. Für deinen Tisch Englisch, für meinen Tisch Französisch. Also nimm noch mal fix runter. Ich nehm fix. Ich muss euch enttäuschen. Ich habe den falschen Service gewählt. Egal, gemacht gerade. Ich klaue euch die Teller wieder. Ich kann konzentrieren. Ja. Jetzt los. Showtime, Baby. Weiter geht es mit dem Hauptgang. Benoit beginnt mit dem französischen Service. Er muss zunächst die Platte mit dem Essen den Eltern präsentieren. So, einmal gibt es die Kartoffeln, den Spargel und den Rücken. No. Anschließend richtet Benoit am Guéridon an. Alles hat seinen vorgegebenen Platz auf dem Teller. Das Fleisch unten in der Mitte, das Gemüse oben rechts, die Kartoffeln links. Der Geigenmüller kommt jetzt gerade. Ja. Rechts, gell? Ja. Dann zwei Hände. Darf ich das mal zwei? Natürlich das zwei Hände. Okay. Na dann. Wird's auf einmal einfach. Mit zwei Händen klappt das Anrichten tatsächlich deutlich besser. Tristan muss auf englische Art anrichten. Serviert wird im Uhrzeigersinn. Eigentlich. Nein, falsche Richtung. Und einmal für dich. Gerne. Praktische Prüfung in der Hotelfachschule. Beim Servieren unterläuft Kandidatin Sophie ein Missgeschick. Hoppala. Ich könnte einfach den Löffel nehmen und es ganz normal machen. Das wäre nichts runtergefallen. Und das sind dann so die einfachen Dinge, die man auf einmal vergisst. Deswegen war blöd. Ich habe nur gehofft, dass es keiner gesehen hat. Es tut mir sehr leid. Die Kartoffel war ein bisschen rutschig. Ob die kleinen Pleiten und Pannen wirklich unentdeckt bleiben? Immerhin ist der Prüfer langjähriger Lehrer für Servier- und Getränkekunde. Und lässt sich nichts vormachen. Also die haben alle ihre Stärken, die haben alle ihre Schwächen. Ein bisschen was ist da auch schon passiert. Teilweise sagen wir, wo kommen die da drauf? Manche sagen, die kann ich verstehen, das ist die Nervosität. Unterm Strich sind sie alle noch safe. Der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen schlechter. Tja, tolle Frage. Ja? Was ist eine Suspense? Ich bin nicht. Ist eine Soße eine Hollandaise mit Kräutern drin oder so? Eine weiße Soße. Was ist eine Soße Hollandaise? Das Hollandaise ist eine Soße, die man auf dem Spargel isst. Und was da drin ist, ist eine gute Frage. Weil meistens hat man das im Kopf. Aber es ist bestimmt Milchbrot, es ist bestimmt Ei drin. Ist da Ei drin? Vielleicht ist da Ei drin. Ja, was jetzt? Ich habe es ehrlich gesagt noch nie selber gemacht. Und wenn ja, hätte ich das in den Kopf. Ja, aber ihr verkauft es ja. Ja. Also ich könnte Ihnen sagen, wie man eine Béchamelsoße macht. So ist es nicht. Ich könnte Ihnen jetzt keine Ahnung, wie viele Soßen vorsagen, aber die wusste ich nicht. Und eigentlich sollte man ja wissen, was man dem Gast zu essen gibt. Deswegen war das auch ein bisschen blöd. Aber ich versuche dann halt, mich rauszureden. Und dann halt irgendwas anderes zu erzählen, dass er denkt, sie weiß halt was über eine andere Soße. Ja. Ja, ja. Die Prinzessin. Die Prinzessin. Tristan scheint derweil vergessen zu haben, wo der richtige Platz für seine Serviette ist. Ich brauch's noch. Aber nicht da.
Tristan, der mit einem Geschirrtuch auf einmal über der Schulter rumläuft. Wo kommt das her? Das darf nicht passieren. Ja. Genau. So ist es richtig. Verdammt, wieso habe ich das dahin getan? Aber dann war ein Arm weg. So, Crêpes Suzette? Könnt ihr dann anfangen, euer Dessert vorzubereiten, ja. Der letzte Prüfungsteil, das Zubereiten der zwei Dessertklassiker Crêpes Suzette und Irish Coffee vor den Augen der Eltern. Und da kann einiges schiefgehen. Das Crêpes Suzette, dass das ordentlich brennt, dass die Soße mal verbrennt, ist auch schon passiert, dass am Anfang der Zucker zu lange karamellisiert und schwarz wird. Der Irish Coffee, dass wir da zwei Schichten hinbekommen. Das soll ja unten Kaffee sein, oben drauf Sahne. Und wenn der Schüler am Anfang das zu schnell, zu eifrig reingießt, dann wird sich's vermischen. Am Ende wird spannend. Denn das Dessert ist von allen Prüfungselementen das Schwierigste. Jetzt wird's ernst. Oh my God, jetzt brennt die Bude. Mom, halt dein Oberteil fest. Oh Gott, Crêpes Suzette. Crêpes Suzette war so mein Endgegner irgendwie. Davor hatte ich wirklich ein bisschen Angst. Alle sind noch einmal nervös, was zu neuen Fehlern führt. Tristans Serviette liegt wieder am falschen Ort. Teller wurden einfach stehen gelassen, stand bestimmt 5 Minuten leere Teller am Platz. Soll aber nicht sein, dass das Dessertbesteck jetzt nicht runtergezogen wurde, dass leere Weingläser sehr lange stehen geblieben sind. Also denen fehlt ein bisschen der Blick fürs Detail gerade. Das Gefühl. Wir sind jetzt so auf den nächsten Schritt konzentriert. Nicht lauschen. Die sind jetzt so auf den nächsten Schritt konzentriert, dass sie das alles, was hier liegt, wo so ein bisschen Restarbeit gibt, gerade ein bisschen vergessen. Bei den Crêpes wagt Tristan den ersten Schritt. Tristan, das ist viel zu heiß, Alter. Ich muss die Flamme ein bisschen kleiner stellen, ganz gut. Tristan, irgendjemand fängt wirklich noch Feuer. Oh, andere Richtung. Oh. Das nennt sich Können. Crêpes Suzette ist das Schwierigste. Das liegt aber eigentlich nur an dem Zucker am Anfang. Wenn man den Arbeitsschritt versaut, dann beeinflusst das alles, was danach passiert. Wenn man den Zucker zu sehr karamellisiert, dann wird das bitter und dann schmeckt es am Ende einfach überhaupt nicht mehr. Egal, was man macht, dann ist es zu spät. Den karamellisierten Zucker gießt Tristan nun mit Orangensaft auf. Zu schnell. Ich hätte ein bisschen länger warten müssen. Das zweite Dessert, Irish Coffee. Der besteht aus Kaffee, Whisky und Sahne. Damit die sich als klare Schicht absetzt, lässt sie Maria über einen heißen Löffel ganz langsam hineinlaufen. Wenn ich die Sahne kalt reingießen würde, dann würde die sofort in den Kaffee fließen. Aber dadurch ist die Sahne ein bisschen warm und deswegen hat die eine andere Dichte als vorher, glaube ich. Kann auch sein, ich labere ja gerade übelst Dünnes und reihe nur irgendwelche intelligenten Worte aneinander, aber ich hoffe, es hat funktioniert. Gib mal bitte kurz Zwischenmeldung, wie sieht's denn so aus? Ich sehe nämlich nichts. Ist Bombe. Echt? Jo. Okay. Mach weiter so. Bombe? Bombe. Boah, das sieht echt verdammt gut aus. Nichts vermischt, gar nichts. Krank, Alter. In keiner Theorie so krass hingekriegt. Oh, ich bin schon so aufgeregt. Mein Feuerlöscher ist frei. Oh wow, danke für Ihr Vertrauen. Das motiviert mich jetzt. Du weißt, dass ich dir vertraut bin. Aber wenn ich zu lieb zu dir bin, wirst du aufmüpfig. Halt. Dann nimm dein Tuch. Um zu flambieren, muss Tristan Weinbrand in der Kelle entzünden und dann über die Crêpes gießen. Ja, es brennt. Jawohl, und weitermachen. Ja. Komm aus. Jawohl. Profi aus. Bezaubernd, Tristan. Das ist echt gut gelungen. Ich war richtig stolz. Von wegen, ja, ich hab's geschafft. Ich kann Feuer machen. Ob das auch Sophie gelingt? Seid ihr jetzt bereit für das, was ich am besten kann? Am besten. Oh, shoot. Okay. Hat gar nichts gemacht. War nicht so schlimm. Ja, da drin hat schon gebrannt, aber hier jetzt nicht. Aber ist nicht so schlimm. Wirklich? Sophie versucht, locker zu bleiben. Doch ohne Flambieren ist die gute Bewertung für das Crêpe dahin. Und dem Prüfer entgeht nichts. Hat es schon gebrannt? Ich habe nur ganz klein. Also eigentlich, aber der Alkohol in der Dusche hat gebrannt. Ich
glaube, der Alkohol war nicht heiß genug, obwohl ich dachte, ich hätte ihn schon heiß genug gemacht. Aber wenn das fehlt, ist natürlich blöd, weil das ist ja der Hingucker dabei. Und sonst könnte man es ja einfach auch drin in der Küche machen und dann rausbringen. Und wenn das fehlt, fehlt halt irgendwie das Ganze, was daran so wichtig ist. Aber das Crepe muss nicht nur gut aussehen, sondern auch schmecken. Ist das so dunkel? Ja, die ist wirklich dunkel geworden. Ich hoffe, es schmeckt trotzdem noch einigermaßen. Ja, müssen wir aufpassen. Wenn es zu dunkel wird, dann wird es bitter. Und? Ah, geht schon. Weißt du, wie es schmeckt? Mhm. Kennst du dieses Multisanostol? Ja. Ja, genau so schmeckt es. Na, ich hatte das Gefühl, bei mir war es ein bisschen zu bitter, gerade weil der Herr Rieder auch gesagt hat, es schmeckt irgendwie ein bisschen nach Medizin. Aber ich habe das dann selber nochmal probiert, ganz am Ende, als meine Eltern dann fertig waren, weil es sind meine Eltern, mein Gott, da probiere ich das dann auch. Sonst mache ich das natürlich nicht beim Gast. Aber ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht. Auch Benoit startet nun mit den Crepes. Doch jetzt merkt er, dass ihm etwas ganz Wichtiges fehlt. Wo sind die Crepes? Die hast du doch geholt. Nee. Dann musst du die noch holen. Kannst du kurz. Ja. Ich hol dir das. Ja. So, dass das nicht mehr. Wie bitte? So, dass das nicht mehr. Warte, hol einfach die Crepes auf einen anderen Teller. Ja, ja. Die Hauptzutat des Desserts zu vergessen, ein Riesenfehler. Ob dem Prüfer dieses Missgeschick wirklich entgeht? Hat doch gar keiner gemerkt. Oh, danke. Gerade noch mal gut gegangen. Jetzt muss nur noch das Flambieren klappen. Oh, jetzt haben wir ja Flamme hier. Davor hatten wir noch mehrere Einheiten, wo wir es geübt haben. Und da meinte der Herr Geigenmüller, ja, ein bisschen ruhiger mit der Kelle, mit der Loop. Genau. Und ja, jetzt im Endeffekt hat es super geklappt. Da war ich schon ein bisschen stolz auf mich selbst. Und langsam weicht die Anspannung einer ersten Erleichterung. Alle Desserts sind serviert. Damit ist der letzte Teil der praktischen Prüfung geschafft. Die Schüler sind erschöpft. Einiges ist schiefgelaufen. Haben alle bestanden? Liebe Eltern, darf ich noch ganz kurz stören? Der offizielle Teil ist vorbei. Und ich danke euch und Ihnen, dass Sie da waren. So, weiter geht's. Das war ein Freudensprung. Ich war echt froh darüber, dass ich meinen Eltern zeigen konnte, was ich doch in dem Jahr tatsächlich gelernt habe. Weil am Anfang dachte ich mir, ja, okay, es sind halt so ein paar Kleinigkeiten, die ich jetzt kann, aber dass ich dann tatsächlich sowas kann, das hätte ich nicht gedacht. Ob die Freude berechtigt ist, wird die Bewertung zeigen. Sie sind richtig stolz auf uns, oder? Total. 5,5 Stunden Anspannung fallen ab. Ich bin froh, dass es vorbei ist, aber irgendwie auch fast schon ein bisschen traurig, weil davor hat man so richtig gefiebert und dachte, Gott, wie soll ich das alles schaffen? Und jetzt ist man halt einfach schon fertig. Es sind ein paar Sachen passiert, die sonst nie passiert sind, wo ich mir denke, warum? Aber jetzt ist es vorbei und ich bin glücklich. Ja, das wird jetzt definitiv keine Eins. Weiß ich schon hundertprozentig, aber so eine schlechte 2, eine gute 3 wird es definitiv. Ob es reicht, entscheiden die zwei Prüfer nebenan, beim Punktezählen und Noten vergeben. Ein gutes Abschneiden beim Service kann der Grundstein sein für eine Karriere in den weltbesten Hotels und Restaurants. Die Teller für einen englischen Service hat er sehr, sehr früh eingestellt, hat sie dann wieder runtergenommen. Vor allem hat sie auf den Tisch gestellt, da haben die nichts verloren. Das Serviertuch über die Schulter. Aber es hat weiter gesehen. Gut. Ah, das hat er beim Italiener gesehen. Wahrscheinlich. Die Punkte der einzelnen Prüfungsaufgaben ergeben die alles entscheidende Gesamtnote. Und dann wird es noch einmal spannend. Haben wirklich alle bestanden? Und wenn ja, mit welcher Note? Keiner weiß, was in Peter Geigenmüllers Prüfungsmappe steht. Jetzt entscheidet sich, wem eine Top-Karriere offen steht und wer vielleicht seine Hoffnung darauf begraben muss. Ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich. Ne? Ihr habt solche Stärken, ihr habt solche Schwächen. Ein paar Fehler, mit denen zu rechnen war, habt ihr auch gemacht. Ja, ein paar Sachen, wo ich mich echt sehr drüber gefreut habe. Benoit, dein Crêpe Suzette, willst du mich verarschen?
Für ein paar Fehler gab es Punktabzug, aber Benoit hat mit einer runden 2 bestanden. Sophie, du hast ein einwandfreies Mise en place für deine ganzen Desserts hergerichtet. Aber was hast du in der Zeit komplett vergessen? Dass du noch Gäste hast. So. Die saßen so lange vor ihren leeren Tellern. Trotzdem, Sophies Leistung hat für die 1 gereicht. Und Maria? Maria, sehr schönen Service gemacht. Auch sie erhält die Bestnote. Fehlt noch Tristan. Bei dir, Menükarte, was denkst du? 1. Top. Hat sie mit Sternchen. Wunderschön. Sehr, sehr schön. Mit dem Teelicht sind eine ganz tolle Idee. Wirklich gut gemacht. Und so hat sich Tristan trotz einiger Patzer eine gute 2 verdient. Gut. Freut euch, ihr habt's hinter euch. Ich danke euch, schöner Abend gewesen. Ja, schlaft gut, schlaft beruhigt. Und habt Grund zu jubeln. Alle Schüler haben es geschafft und heute einen entscheidenden Schritt in ihre berufliche Zukunft getan.